and run and cross my eyes and realize it's nothing but a rhyme disguise. I make myself. Hier ist der neue Ablauf. Ich mach das doch nicht extra, Mensch. Kapiert? Das ist doch kein Problem, Hartmann. Ist doch alles okay. Klar, Rudi? Nein. Schreck hier noch. Wir fangen heute mit der Nordseebank an. Fahren wir den ersten Sektor zweimal? Oh, da schwimmt doch der Hartmann. Er kann nichts dafür, ausnahmsweise. Bei Wagen 12 ist das Getriebe im Arsch. Na toll. Die sitzen gemütlich in der Werkstatt und wir dürfen ranklotzen. Dann klotz ran, Joachim. Was? Du sollst ranklotzen und stell die Musik leiser. Fahr schon. Wagen 4, Bach und Holzer. Wir sind unterwegs. Unsere Kasse hat eine Zeitsperre. Wir können das nicht beeinflussen. Zurück! Runter! Ist ja schon gut. Bitte lassen Sie die Frau los. Schnauze! Tun Sie, was er sagt, Freundin. Wieso brauche ich meinen Trottozettel nicht abgeben? Weil du keine Chance hast. Dein Lieblingsverein Dortmund gewinnt nie gegen den HSV. Ja, das werden wir ja noch sehen. Sie bei ihm. Rudi. Ich mach das schon. Rudi! Also ich gebe jetzt Alarm in der Zentrale, ja? Hier, meine Süße, ich muss jetzt los und du auch, ja? Aber ich hab dir noch nicht erzählt, wie der Thomas mich dann genannt hat. Das kannst du mir alles heute Abend erzählen. Er hat zu mir Trennungskind gesagt. Und soll ich dir was über Trennungskinder verraten? Sie gelten als besonders feinfühlig und intelligent. Ja, dann fahr doch vorbei, du blöd Nasenbär, du! Okay, ich nehme alles zurück, was ich über Trennungskinder gesagt habe. Außerdem macht Thomas mit anderen Jungs immer Wettpinkeln hinter den Müllschern bei der Turnhalle. Wo weißt du das? Josi und ich wollten gucken, wer am weitesten kommt. Sag ihm, er soll damit aufhören. Sag ihm... Zorn? Nordseebank? Welche? Okay, kenne ich. In 20 Minuten. Du, Kleine, komm, ich muss jetzt los. Tschüss. Lass dich nicht von deinen blöden Verbrechern ärgern. Haben Sie die U-Bahn-Station kontrolliert? Die ist mehr als einen halben Kilometer weg. Es gehört zum Standardverfahren bei Banküberfällen, dass alle unsere... Na, wie sieht's aus? Zeugen sind alle drin. Und, wie geht's dem Wachmann? Liegt in der Klinik, Intensivstation.
Der Typ hat keine Zeit verloren. Beim ersten Widerstand losgebannt. Wenn ich mich vorstellen darf, Susanne Merz. Der Kriminalassistent im Merz kommt vom Raub. Zorn, Mordkommission. Entschuldigen Sie, ich habe da eine Theorie, was den Täter angeht. Ach, jetzt schon? Ja, ich bin bereits seit 15 Minuten hier. Ja. Bekanntermaßen werden ja vor dem Eintreffen der Polizei fast 40% der Spuren am Tatort durch Unachtsamkeit verwischt. Bekanntermaßen. Bekanntermaßen, ja. Ja, das war eindeutig der Motorradräuber, da bin ich mir ganz sicher. Alle wesentlichen Merkmale stimmen mit denen seiner bisherigen Überfälle überein. Zeit, Ablauf, Umgebung. Also ich finde, wir sollten... Die Zeugen befragen. Wie wär's, wenn Sie mir dabei helfen? Ja, selbstverständlich gern. Bitte. Der Rudi war kaum hier drin. Da sehe ich den Dreckskerl aus der Tür laufen. Er hatte eine Maske über dem Gesicht. Was haben Sie dann getan? Ich habe den Rudi über Funk gerufen. Aber keine Antwort. Wie auch. Mein Gott, er hat eine Frau und ein kleines Kind. Warum sind Sie nicht raus aus dem Fahrzeug und haben Ihrem Partner geholfen? Das gegen die Vorschriften. Ich habe in der Zentrale Alarm gegeben. Wo ist denn der Täter dann hingelaufen? Es ging alles so schnell. Der Typ kam raus und war auch schon wieder verschwunden. Ist Ihnen bei der Anfahrt irgendwas aufgefallen? Herr Holzer, Ihr Kollege wird in nächster Nähe niedergeschossen und Sie wollen nichts bemerkt haben? War da vielleicht ein Motorrad? Ein Motorrad? Wieso? Danke, Herr Holzer, danke. Jetzt haben Sie mal einen Moment. Haben Sie schon öfter Zeugen befragt? Nicht direkt. Was heißt nicht direkt? Während meiner Ausbildung. Ja, der Mann muss doch irgendwas wissen. Ja, der muss vor allen Dingen erstmal seinen Schock verdauen. Warum bestellen Sie nicht heute Nachmittag ins Präsidium und befragen ihn dann aller Ruhe? Schön. Aber direkt nach der Tat sind die Aussagen der Zeugen am präzisesten. Im Laufe der Zeit lässt das Erinnerungs... Ja, bis dahin wird das schon noch halten. Wie viel Geld befand sich in den beiden Taschen? Genau waren das 252.430 Mark. Das ist ordentlich. Das waren die Einnahmen vom Kaufhaus Tremel. Gestern hat er einen Sonderverkauf begonnen. Stopp! Nur mal ein Stück zurück. Wieso? Er hat die Prospekte angefasst. Ja, und? Herr Zorn meint, wir haben Fingerabdrücke. Herr Zorn meint, vielleicht haben wir Fingerabdrücke. Die Spurensicherung soll alle Prospekte untersuchen. Ich kümmere mich da mal gleich drum. Nein, ich... Entschuldigung. Das ist ja eine entsetzliche Geschichte. Herr Zorn von der Kripo. Guten Tag, Sven König. Herr König ist mein Stellvertreter. Er ist in unserer Niederlassung für die Anlageberatung zuständig. Wissen Sie denn schon irgendwas? Ich meine, haben Sie eine heiße Spur? Würden Sie sich den Täter bitte mal genau ansehen? Ja. Wer wusste denn, dass so viel Geld im Haus ist? Nur der Kunde und ich. Und natürlich Herr König. Ist Ihnen in den letzten Tagen irgendjemand im Schalterraum aufgefallen? Jemand, der sich auffällig benommen hat? Jemand, der öfter hier war, ohne ein Konto bei der Bank zu haben? Ich bin Anlageberater. Für ein Gespräch mit mir kommen die Kunden in mein Büro. Also ich hätte eine Idee. Vielleicht fangen Sie mal später an, als die anderen Mitarbeiter. Sie sind doch gerade erst gekommen, oder? Ich war noch squashen. Ich habe heute erst um 10.30 Uhr meinen frühesten Beratungstermin. Und wo war das? Wo war was? Na, Ihr Squash-Spiel. Bei Sunsports. Ist das wichtig? Ja, es kann schon sein. Mark. Der Mistkerl hatte auch noch Glück. Es war kein Glück. Da hat sich die Bank nicht zufällig ausgesucht. Dazu war der Zeitpunkt viel zu perfekt. Dürfen wir mal kurz stören? Hauptkommissarin Klausner, Kriminalassistentin Merz. Guten Tag. Guten Tag. Sie haben sich ja bereits kennengelernt. Die schnellste Frau, das raubt jetzt an Arzt. Ich habe mich mit dem Vorgesetzten von Frau Merz abgesprochen. Sie wird bei diesem Fall mit uns zusammenarbeiten. Mit Ihnen, Paul, um genau zu sein. Ich weiß wirklich nicht, ob ich dafür geeignet bin. So was machst du doch gerne. Herr Zorn sieht sich immer mehr als Einzelkämpfer. Trotzdem ist er unser erfolgreichster Ermittler. Ja, und Frau Merz hat sich sehr intensiv mit dem Motorradräuber beschäftigt. Moment mal, wir wissen ja noch gar nicht, ob die Tat... Doch nicht. Ja. Bis jetzt hat er immer nur Taschengeld erbeutet. Aber heute hat dieser Fall eine neue, blutige Dimension bekommen. Hier ist doch frei, oder? Schon, aber ich... Ihr schreibt es, Frau Merz. Danke. Ja, ich
drück uns allen die Daumen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Wir auch. Ja, ich gehe dann mal in die Klinik. Ja. Wieso, Paul? Sind Sie krank? Nein, ich... Nein. Die Kugel ist am Rippenbogen abgeprallt, hat den Herzbeutel verletzt und ist dann im sechsten Rückenwirbel stecken geblieben. Es hat erhebliche innere Blutungen verursacht. Wann kann ich mit ihm sprechen? Ja, soweit noch nicht. Wir müssen Herrn Bach in ein künstliches Koma versetzen. Ich komme bald wieder. Um ehrlich zu sein, wir wissen nicht, ob wir den Patienten retten können. Haben Sie das Projekt hier? Das ist selbstverständlich schon in Ihrem Labor. Danke. Mann. Guten Tag. Das ist Herr Zorn von der Polizei und das ist Herr Müller von Secur. Rudi arbeitet bei mir im Team. Herr Doktor, wie schlimm ist es wirklich? Kommen Sie bitte mit in mein Büro, da können wir in Ruhe sprechen. Ich hätte dann noch ein paar Fragen an Sie. Mit Mara. Ja? Ich kann nicht nachher nach Hause fahren. Danke. Sieht übel aus, oder? Die Ärzte sind nicht sehr optimistisch. Gehen wir einen Moment raus. Ich habe früher selber im Außendienst gearbeitet. Muss stressig sein, ständig Koffer voller Geld durch die Gegend zu tragen. Wenn man so unterwegs ist, verdrängt man gerne die Gefahr. Die ganzen Sicherheitsbestimmungen, die kommen einem albern vor. Passiert doch eh nichts, denkt man immer. Warum haben Sie aufgehört? Mit dem Außendienst. Und der Betriebsarzt hat mich gesperrt. Vor 3 Jahren. Wegen meiner Knie. Seitdem bin ich Disponent. Und was macht ein Disponent so? Wir legen Strecken und Zeiten fest, teilen Teams für die Transporte ein, ne? Peter muss gewusst haben, dass der Transporter kommt. Er brauchte bloß zu warten, bis das Geld aus dem Safe geholt wurde und dann konnte er zuschlagen. Vielleicht hatte der Täter Verbindungen in die Bank. Wirklich? Kennen die Boten ihre Routen im Voraus? Eigentlich nicht. Die Einsatzpläne werden ständig gewechselt. Wann haben Sie Rudi Bach vor dem Überfall zuletzt gesehen? Das war vor 3 Tagen. Ja, ich war in Bremen in der Lucius-Klinik, Rheuma-Untersuchung. Als ich heute zurückkam und das mit Rudi gehört habe, bin ich gleich hierher, sozusagen von einer Klinik in die andere. Ist möglich, dass er Kontakt zum Täter hatte? Nein. Außerdem, warum hätte der dann auf ihn geschossen? Weiß nicht, vielleicht wollte er ja nicht teilen. Nein, das werde ich nicht bestätigen. Nein. Der sogenannte Motorradräuber ist nur eine der Spuren, denen wir nachgehen. Diese Informationen haben Sie aber nicht von uns. Wieso doch? Ach so, verstehe. Nein, wir verfolgen selbstverständlich in alle Richtungen. Ja, Wiedersehen. Würden Sie bitte Ihre Theorien in Zukunft für sich behalten? Die Journalisten haben keine Ruhe gegeben. Ja, wozu haben wir denn eine Presseabteilung? Ich dachte... Na, ist schon okay. Also ich hätte eine Idee. Ach, noch eine. Der Bankräuber kommt doch immer kurz, nachdem die Banken geöffnet haben, richtig? Sie wollen damit sagen, dass es ein Frühaufsteher ist. Was ich damit sagen will, ist, vielleicht hat er einen ganz normalen Job. Vielleicht arbeitet er sogar bei einer der Banken. Ja, und weiter? Also eine der Angestellten der Nordseebank, die hat mir vielleicht ein bisschen mehr erzählt, als sie durfte. Angeblich ist dieser Sven König gar nicht so erfolgreich, wie er tut. Er soll in letzter Zeit mit seinen Anlagetipps ziemlich daneben gelegen haben. Außerdem heißt es, dass König Schulden hat. Das ist natürlich alles inoffiziell. Na, was sagen Sie jetzt? Wieso? Mitarbeiter wollen noch mal gelobt werden. Na ja, gut. Gut, sehr gut. Gut. Vielen Dank. Hier die Mitarbeiterliste von Secur. Das war vielleicht eine Aktion. Die stellen sich an, als wären sie die CIA. Also, Stefan Möller hatte wirklich 3 Tage Urlaub. Sein Vertreter war ein gewisser Oliver Hartmann. Das ist sehr gut. Wirklich sehr gut, Eva. Was? Ja, Mitarbeiter wollen doch auch mal gelobt werden. Da ist ab heute wegen der Baustelle dicht, ja? Darum fahrt ihr die Sparkasse zuletzt an. Alles klar? Hier ist der neue Ablauf. Okay? Dann ab. Hartmann! Ja?
Zorn, Mordkommission. Ja, alles klar, hab schon gehört, dass Sie vorbeischauen. Was wollen Sie wissen? Sie haben doch die Fahrten für die Nordseebank eingeteilt. Solange der Möller nicht da ist, das ist richtig. Ist Ihnen da irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen an Rudibach? War er unkonzentriert? Nervös? Irgendwie anders als sonst? Keine Ahnung. Ja, was glauben Sie, was hier morgens los ist? Ich habe 10 Wagen mehr am Backen. Wie gut kennen Sie Rudibach? Wir sind hier 30 Teams in 2 Schichten. Da hat man nicht viel Kontakt. Wagen 11 fährt, klar. Ja, alles klar. Ich melde mich gleich wieder, ja? Sorry, was wollten Sie gerade wissen? Wie ist denn das mit Kontakten außerhalb der Firma? Haben Sie sich mit Rudi Bach auch mal privat getroffen? Nee, Rudi ist einer von Möllers Leuten. Mit denen habe ich nur zu tun, wenn ich eine Vertretung übernehme. Oliver, was ist trotz dessen Wagen? Ich bin doch schon unterwegs! War's das? Ja, das war's, danke. Wie komme ich denn jetzt hier ins Disponentenbüro? Treppe rauf, 2. Stock links. Danke. Wieso? Ja, ich habe da Herrn Möller herbestellt. Ach, der Herr Möller ist wieder da. Mhm. Ja, super. Da macht man hier Doppelschicht. Der Herr Möller hat noch nicht mal Zeit, weil er gescheitert hat. Was wäre, wenn der Disponent sich mit dem Täter zusammentut? Dann hätte doch der Bankräuber einen perfekten Ablaufplan für die Tat. Ausgeschlossen. Mich? Schwarz. Ja, wieso? Weil normalerweise alle Fahrten zur Nordseebank von mir eingeteilt werden. Ich kenne keine Bankräuber. Das müssen wir jetzt schon glauben. Wissen denn die Boten, wie viel sie so im Einzelnen transportieren? Nein. Das weiß nur die Bank. Wenn jetzt aber eine Bank regelmäßig größere Geldmengen abholen lässt, dann könnte man das doch merken. Unsere Leute fahren auf wechselnden Routen und wir tauschen regelmäßig die Teams untereinander aus. Naja, natürlich ist kein System perfekt, wenn einer clever ist. Und? Ist Rudi Bach clever? Nein. Von hier war das keiner. Ich weiß, es kommt vor, dass Geldboten Überfälle auf ihre Transporter selber inszenieren, aber dabei verschwinden immer gleich ein paar Millionen. Naja, nur eine 250.000 ist ja nun auch kein Pappenstiel, nicht? Ja, Sonne und Strand. Das könnte mir jetzt auch gefallen. Diese Schellen, riesige Strände, sauberes Wasser, immer schönes Wetter. 55 Grad Ost, 4 Grad Süd. Und, mal da gewesen? Leider nie. Aber man wird ja noch träumen dürfen. Jetzt beeil dich mal, wir kommen schon wieder zu spät. Ich bin noch nicht fertig. Zähne putzen und Gesicht waschen, das kann doch nicht so lange dauern. Du hast keine Ahnung. Wovon denn? Wie man sein Gesicht wäscht? Mach jetzt mal hin! Frauen brauchen einfach länger im Bad. Ach ja, warum? Weil sie sich besser pflegen als Männer. Ist doch Quatsch, wer sagt denn sowas? Das sagt Mami. Ja, natürlich. Ja, na klar, Mami. Ja? Ja, ich weiß, ja. Ich bin hier noch ein bisschen beschäftigt. Ich komme ein paar Minuten später, also bis dann. Können wir jetzt los? Langsam fange ich an zu begreifen, warum Hänsel und Gretel von ihren armen Eltern im Wald ausgesetzt wurden. Die wurden nicht ausgesetzt. Sie sind gegangen, weil sie zu Hause nämlich nicht mehr ausgehalten haben. Na, wieder mal zu spät zur Schule gekommen? Ich bedenke, dass ich Hannah diesmal die ganze Woche habe. Ihre Mutter ist zur Fortbildung. Ich verstehe überhaupt nicht, wie alleinerziehende Frauen das überhaupt schaffen. Tja, Frauen sind einfach belastbarer, das weiß doch jeder. Du redest schon wie meine Tochter. Grob gesagt liegen alle Banken in einem Abschnitt. Der Täter hat also sein festes Gebiet, eine Gegend, in der er sich sehr gut auskennt. Wahrscheinlich wohnt er dort oder ist da aufgewachsen. Ja, wahrscheinlich. Aber was ist denn mit der Nordseebank? Die liegt da ziemlich am Rand. Ja, aber die Vorgehensweise war auch hier genau dieselbe. Nur, dass er diesmal geschossen hat. Und Sie glauben also nach wie vor an Ihren Motorradräuber? Mhm. Und ich glaube, dass er es wieder tut. Die Frage ist nur, wo? Es gibt hier noch 11 weitere Banken. Okay, jetzt nehmen wir mal an, dass es wirklich dieser Kerl ist. Der kommt immer mit dem Motorrad, wie Sie sagen. Die Straßen an den überfallenen Banken sind nicht besonders breit. Da gibt es sicherlich viele kleine Geschäfte. Stimmt. Das heißt, da parken morgens Lieferfahrzeuge in zweiter Reihe, die die Durchfahrt versperren. Was natürlich einem Motorradfahrer erhebliche strategische Vorteile bereitet. Gleich dahinter eine mehrspurige und hier eine Ausfallstraße. Wie bei allen anderen Banken auch. Ist doch perfekt für jemanden, der schnell verschwinden will. Unter dem Aspekt habe ich es bisher noch gar nicht betrachtet. Es waren immer kleine Filialen, wie Sie sagen. Das heißt, wenig Sicherheitsvorkehrungen, wenig Personal. Worauf wollen Sie hinaus? Ja, jetzt müssen wir nur noch eine Bank finden, die all diese Voraussetzungen erfüllt. Und dann brauchen wir nur noch zu warten. Das ist eine wirklich gute Idee. Die Sache hat nur einen Haken. Der Mann wird es nicht so schnell wieder tun. Da bin ich ganz anderer Meinung. Sehen Sie, der Täter hat einen ganz bestimmten Rhythmus in seiner Seele.
Hier haben wir die erste Bank. Die Laborberichte. Das Ergebnis von den Fingerabdrücken auf den Bankprospekten ist auch dabei. Und? Sie stammen von Sven König. Herr König, haben Sie mal einen Moment? Es tut mir leid, ich bin mitten in einem Kundengespräch. Sie haben sicher verständlich. Ich habe auch nur eine Frage. Wie kommen denn Ihre Fingerabdrücke auf die Prospekte? Was? Sie erinnern sich doch an die Prospekte, die der Täter vom Pult gewischt hat. Da waren Ihre Fingerabdrücke drauf. Das waren die Prospekte eines neuen Anlagefonds. Die habe ich selbst dorthin gelegt. Ah, verstehe. Der Squash-Club, in dem Sie zur Tatzeit gewesen sind, Sunsports, da erinnert sich niemand. Bis später. Sie an diesem Morgen gesehen zu haben. Entschuldigung, bitte. Nochmal, was hatten Sie gesagt? In dem Squash-Club, da hat Sie niemand gesehen. Das ist einer der größten von Hamburg. 18 Courts und 10 weitere für Racquetball. Ach, und noch was. Auf Ihren Namen ist ein Motorrad zugelassen. Wann haben Sie das zuletzt benutzt? Oh Gott, das ist eine Crossmaschine. Ich komme allerhöchstens am Wochenende dazu, damit zu fahren. Ist das illegal? Nur wenn man auf verbotenen Wegen fährt. Verstehe. Dürfte ich jetzt wieder zu meinem Kunden? Natürlich. Hat der König Ihnen helfen können? Ja. Sein Verhalten, seine Informationen waren sehr aufschlussreich. Sagen Sie, die Dame in Rot, war das Ihre Frau? Ja. Wieso? Nur so. Na, gibt's wieder neue Spuren? Nicht direkt. Was Sie gesagt haben über die Banküberfälle und die Fluchtwege. Also bei dieser Filiale der Hansebank, da passt einfach alles. Hier macht er seinen nächsten Überfall. Sagen wir mal so, es könnte sein, dass er sich die Bank aussucht. Sie sollten aber vorsichtshalber mal mit den Angestellten sprechen. Ich wollte die Bank observieren lassen. Auf so einen Wagen Verdacht hin? Von unserem Chef kriegen Sie dafür nie ein Observationsteam. Von Ihrem vielleicht? Dann mache ich es eben selber. Das kann ewig dauern. Er verfolgt einen ganz bestimmten Rhythmus in seiner Serie. Ich muss ihn einfach erwischen. Ja, Sie wollen wohl unbedingt Polizistin des Jahres werden, wie? Was ist das denn? Telefonnotiz hätte ich fast vergessen. Der Wachmann ist aus dem Koma aufgewacht. Ja, lesen kann ich selber. Seit wann? Wann ist er dann aufgewacht? Vor ungefähr 2 Stunden. Das. Einfach nur da, mit offenen Augen. Aber hat mich nicht mehr erkannt. Auch Mara nicht. Plötzlich hat sein Herzschlag ausgesetzt. Einfach so. Die Ärzte haben nichts mehr tun können. Wie lange kannten Sie Rudi Bach? Das ist jetzt über 20 Jahre ist das her. Wir waren zusammen auf der Schule, in Barmbek. Später haben wir uns aus den Augen verloren. Wie das so geht. Verschiedene Jobs, Familie, eine andere Stadt. Vor 3 Jahren habe ich Rudi zufällig wieder getroffen. Da suchte er gerade einen Job. Da habe ich ihn zu Seko vermittelt. Ich weiß, Sie wollen das jetzt nicht hören, aber wäre es nicht doch möglich, dass Rudi Bach irgendwie in den Überfall verwickelt war? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Nein. Wir leben immer so, als könnte uns nie etwas passieren. Plötzlich stirbt ein Freund und da möchte man doch am liebsten alles hinschmeißen und einfach nur abhauen. Irgendwo weit weg. Auf einer einsamen Insel mit weißen Stränden. Ja? 55 Grad Ost, 4 Grad Süd.
Wäre das so falsch? Wer so redet, der bleibt bis zur Pensionierung im Job, glauben Sie mir. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich brauche den Stress. Ich liebe die Arbeit in der Großstadt. Mhm. Früher habe ich auch immer so gedacht. Seines Lebens wartet der Polizist vergebens. Na, ich habe Ihnen was mitgebracht zur Stärke. Danke, das ist nett. Und wie sieht's aus? Schlecht. Die Bank ist bereits seit 20 Minuten geöffnet. Soll ich Ihnen verraten, worin das Geheimnis einer erfolgreichen Ermittlung liegt? Sie müssen sich entspannen. Sie dürfen sich nicht mehr wünschen, dass der Kerl auftaucht. Und wenn er dann kommt, müssen Sie bereit sein zum Zugriff. Ich hole mir mal eine Zeitung. Bin gleich wieder da. Okay. Merz hier, da ist gerade ein Motorradfahrer an die Bank gegangen. Ich schau mir das mal an. Frau Merz? Dann warten Sie auf mich. Frau Merz? Nein! Hallo? In die Zeitung! Lass sie fallen. Wir können über alles reden. Lass die Knarre fallen! Okay. Bist du eine Bulette? Hä? Bist du bei den Scheißbullen? Ja, ich bin Polizistin, aber hören Sie... Halt's Maul! Scheiße, Scheiße, pack den Kram zusammen, Mann! Wenn du dich rührst, knall ich dich ab. Stehen bleiben! Ich will nur mit Ihnen reden. Keinen Schritt weiter oder ich leg die Kleine um. Tun Sie, was er sagt. An deiner Stelle würde ich das Ding jetzt weglegen und einfach abhauen. Sag mal, tickst du noch richtig? In 3 Minuten, da wimmelt's hier überall von Scharfschützen. Die Jungs sind echt gut, die treffen auf 100 Metern 5 Markstück. Dann würde ich dir was verraten? Juckt's geradezu in den Fingern, jemanden wie dich wegzupusten. Bleib stehen, Mann! Lassen Sie ihn. Gehen Sie bitte. Kannst du nicht hören, du Penner? Du sollst einen Abgang machen! Du wirst jetzt stehen bleiben oder einen Abgang machen? Ich denke, du gibst mir erst die Kanone und keinem passiert was, ja? Bist du ein total bekloppt? Noch einen Schritt weiter und ich leg die Kleine um, ich schwör's dir. Leg dich ab und gib mir das Ding, ja? Ja. Sehr weh? Geht schon. Als hätte jemand draufgeschlagen. Hat mich ja zum Glück nicht voll erwischt. Vorhin, da dachte ich zunächst, die Waffe wäre echt. Ich habe mich benommen wie eine Anfängerin. Unsinn, Helden haben ein kurzes Leben. Sie waren gut. Woher wussten Sie eigentlich, dass es eine Gaspistole war? Wusste ich gar nicht. Wie bitte? Ja, ich bin so nah ran, dass ich die Mündung erkennen konnte. Da war ein Dorn drin, außerdem war der Lauf nicht zentriert. So was gibt's nur bei Schreckschusswaffen. Sie sind also arbeitslos, Herr Renner. Wie kommt es dann, dass Sie ein nagelneues Motorrad fahren? Das ist ein Geschenk von meiner Mutter. Ich habe sowas vorher noch nie gemacht, das war heute das erste Mal, ehrlich. Also gut. Dann gehen wir doch mal die anderen Tage durch. Am 25. dieses Monats um 9 Uhr morgens. Was haben Sie da gemacht? Woher soll ich das wissen? 25. Ja, vorgestern. Keine Ahnung. Na dann, kann ich jetzt endlich gehen? Wissen Sie, was das ist? Das sind Geldbanderolen. Sie stammen aus 2 der überfallenen Banken. Da. Die Spurensicherung hat sie in seiner Werkstatt gefunden. Im Ofen. Na und? Da habe ich mir in der Bank halt ein bisschen Geld gewechselt. Wenn mich der Schuss auch nur 5 Zentimeter weiter links getroffen hätte, wäre ich jetzt auf dem Auge blind. Wann sind Sie noch so nah rangekommen? Was soll denn das jetzt werden?
Besser, ihr lasst mich jetzt mal 5 Minuten mit ihm allein. Ja, aber kommen Sie. Hey, 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 Moment, Moment, Moment. Ich wollte Ihrer Kollegin noch gerade alles erklären. Ja, okay, ich war in der Bank. Aber das war heute das erste Mal. Das kann er doch nicht machen. Was? Ja, den schlagen, foltern. Jeder hat seine eigene Verhörmethode. Der Bote, auf den du geschossen hast, der ist tot. Vielleicht ist das hier oben noch nicht richtig angekommen. Hier geht's um Mord. Hey, Moment mal. Was Mord? Was wollt ihr denn hier anhängen? Mit Mord habe ich nichts zu tun. Ach nee, und mit den anderen Banken auch nicht? Und hiermit nicht? Und damit auch nicht? Mann, kapier das doch endlich. Du bist fertig. Hier geht's für dich um lebenslänglich. Ja, okay, ich geb's zu. Ich habe ein paar Banken gemacht, ja? Aber doch kein Mord. Das war ich nicht. Sowas ist nicht mein Ding. Ihr seid auf dem Holzweg, Mann. Das musst du mir glauben. So, muss ich das, ja? Tut mir leid, wenn ich Ihnen das so sage, aber wenn der Staatsanwalt erfährt, dass Sie einen Verdächtigen bedroht haben. Wie, haben Sie was von einer Bedrohung gesehen? Na also, außerdem haben Sie jetzt Ihr Geständnis. Er ist der Motorradräuber. Wirklich? Ja. Paul! Paul, warten Sie! Schön, dass ich Sie sehe. Was macht denn das Auge? Es geht. Unser Präsident hat sich nach Ihnen erkundigt. Was will der denn? Ja, gratulieren, was sonst? Er ist begeistert. Das gilt natürlich auch für Sie, Frau Merz. Den Mörder von der Nordseebank innerhalb von 48 Stunden gefasst, das ist toll. Moment, Moment, wir wissen noch gar nicht, ob der Renner überhaupt in der Nordseebank war. Keine falsche Bescheidenheit. Ne? Seine großartige Leistung. Gute Recherche. Perfekte Taktik, ja. Ein ganz hervorragendes Teamwork. Ja. Aber, Moment, Paul, ich habe da Augentropfen, die nehme ich immer. Die sind sehr gut. Hier, bitteschön. 2 Vorstrafen wegen Autodiebstahls, Jugendhaft. Mehrfach unter Verdacht an Einbrüchen beteiligt gewesen zu sein. Seit 6 Jahren ohne festes Einkommen. Das ist unser Mann. Da besteht für mich gar kein Zweifel. Ach, und wenn das unser Mann ist, warum hat er denn diesmal eine Gaspistole benutzt? Weil er die Mordwaffe weggeworfen hat. Das wird er uns schon noch erklären. Renner ist ein Feigling, der hat schlechte Nerven. Ja, weil Sie ihn eingeschüchtert haben. Wenn der jemand niederschießt, dann rennt er doch nicht gleich los und überfällt die nächste Bank. Aber die Überfälle sind sich wirklich verdammt ähnlich, Paul. Die Nordseebank trägt eindeutig seine Handschrift. Gleiche Zeit, gleiche Kleidung, alles passt. Das kann genauso gut jemand kopiert haben. Das wäre auch kein Wunder bei all den Details, die die Presse neuerdings von der Polizei erfährt. Frau Merz. Sie glauben doch nicht wirklich, dass wir es mit 2 Bankräubern zu tun haben, oder? Nein. Klaus, ne? Mit einem Bankräuber und einem Mörder. Im Moment ganz schlecht, das in einer Besprechung. Und wer bitte soll dieser Mörder sein? Vielleicht versuchen Sie später. Ja, was ist mit König? Moment. Schulden, kein Alibi, haben Sie doch selbst recherchiert. Schon wieder diese Frau Wallert. Wer? Frau Wallert, die Mutter von einem Thomas. Er geht mit einer Hanna in eine Klasse. Eva, bitte. Sie hat schon 3-mal angerufen. Angeblich hat Hanna ihrem Sohn den Füller geklaut. Besser, du sprichst mit ihr. Okay, ich verbinde. Zorn? Ach, Frau Wallert. Ja, das habe ich schon gehört. Das ist ja. Ist ja glaublich. Wo kommt man da nicht hin, Frau Wallert? Ist ja ganz klar. Hast du nun den Füller geklaut oder hast du nicht? Ich will die Aussage verweigern. Was? Du willst was? Verweigern. Nee, das geht nicht. Hast du aber selber mal gesagt. Du kannst nicht die Aussage verweigern, weil ich. Hör mal, ich bin dein Vater. Ich will aber trotzdem die Aussage verweigern. Das fasse ich nicht. Ich habe schon Amokläufer überredet, aufzugeben. Ja, ich habe den Deichmörder so lange bequatscht, bis er geheult hat. Aber meine 8-jährige Tochter, die verweigert die Aussage. Und du hast jetzt also den Füller? Nicht geklaut, nur weggenommen, weil der Thomas ein Blödmann ist. Hör mal zu, du kannst doch nicht einfach jemandem was wegnehmen, nur weil er ein Blödmann ist. Du musst den Füller zurückgeben. Erst muss er sich entschuldigen. Wofür? Okay, ich sag's auch nicht weiter. Schwörst du's? Ich schwör. Er hat an die Tafel geschrieben, Hanna liebt Max. Nein. Ja dann, also. Okay, jetzt pass mal auf. Morgen früh gibst du den Füller einfach wieder zurück. Und dann? Ja, dann schreibst du einfach auch was an die Tafel. Hm. Sowas wie Thomas liebt Barbara oder Thomas kaut an den Fingernägeln. Wie wär's mit Thomas pinkelt an die Müllton? Das ist gut. Das ist richtig gut.
Morgen, Frau Bach. Herr Zorn, ich dachte, Sie kommen erst gegen 11. Ja, stimmt, aber ich war gerade in der Gegend, habe meine Tochter in die Schule gebracht und mein Büro ist überbelegt. Ja, dann kommen Sie doch bitte rein. Hat Ihr Mann mal vor Bekannten über Einzelheiten seines Jobs gesprochen? Wieso? Ja, vielleicht hat er ja irgendjemand unabsichtlich einen Hinweis gegeben. Ausgeschlossen. Das Thema war für ihn tabu. Rudi hat nie über die Firma gesprochen. Setzen Sie sich doch. Sagt Ihnen der Name Oliver Hartmann was? Rudi hat ihn mal erwähnt. Es ging um irgendwelche Überstunden. Ich glaube, er hat Hartmann nicht besonders gemocht. Ja, das verstehe ich. Der ist ein bisschen cholerisch. Tee? Danke, nein. Und was ist mit Uwe Renner? Ist er auch bei Secur? Nein. Wie gut kannten Sie jemanden und Herrn Müller? Ich hatte den Eindruck, er würde Ihnen beiden sehr nahe stehen. Die beiden waren Schulfreunde. Nachdem Stefan Rudi zu Secur vermittelt hat, haben wir ihn ein-, zweimal zum Essen eingeladen. Ein stiller Mensch. Irgendwie kam er mir traurig vor. Er hat nicht viel über sich erzählt. Immerhin ist er gleich zu Ihnen in die Klinik gekommen. Ja. Es ist gut, wenn man in so einer Situation plötzlich Freunde hat, die da sind. Oh, Entschuldigung. Mach nichts, ich mach das schon. Es geht schon. Das ist eine ganze Menge. Wollen Sie ihm das her? Das geht Sie. Es lag heute Morgen im Briefkasten. Einfach so. Wie viel ist denn das? 40.000. Ich weiß nicht, woher es kommt. Frau Bach, wollen Sie mir erzählen, irgendjemand wirft Ihnen einfach einen Umschlag mit 40.000 Mark in den Briefkasten? Glauben Sie mir, Herr Zorn, ich habe keine Ahnung, wer es da hingelegt hat. Sie werden sicher verstehen, dass wir das überprüfen müssen. Mein Mann hat bestimmt nichts damit zu tun. Wenn sich herausstellt, dass kein Zusammenhang mit dem Überfall auf die Nordseebank besteht, dann kriegen Sie das selbstverständlich zurück. Ist doch wohl nicht zu fassen. Wieso? Ist doch ein klasse Foto. Ja, toll. Damit jeder Gauner der Stadt weiß, wie ich aussehe. Wissen wir schon was über die 40.000 Mark? Das Labor ist dran, aber die haben wenig Hoffnung. Vielleicht war Rudi Bach doch der Tippgeber bei dem Überfall. Und seine Frau wusste davon und lässt sich jetzt Schweigegeld zahlen. Ihr Mann ist erschossen worden, eine 250.000 ist verschwunden. Da lässt sie sich doch nicht mit 40.000 Mark abspeisen. Ich glaube, Rudi Bach hatte keine Ahnung. Ach, bist du jetzt beim Glauben angelangt? Du hast doch das Video vom Überfall gesehen. Nur wer überrascht wird, greift so instinktiv zur Waffe. Ja, oder er wollte eine perfekte Show abziehen. Aber der Täter hat sich's anders überlegt. Also für mich heißt unser Hauptverdächtiger immer noch Renner. Renner? Aber doch wohl hoffentlich nicht nur, weil es in der Zeitung steht, oder? Wo haben Sie denn eigentlich hier das Foto her? Damit habe ich nichts zu tun. Das war unsere Presseabteilung. Bei denen werde ich was erzählen. Vielleicht redest du vorher noch mal mit Stefan Möller. Ich habe bei der Lucius Klinik in Bremen nachgehakt. Wegen Rheuma war er nicht da. Ich dachte, es wäre vielleicht besser, wir besprechen das nicht in Ihrer Firma. Wieso? Worum geht es? Ich habe gelesen, Sie hätten den Bankräuber erwischt. Bei Frau Bach ist Geld aufgetaucht. Anonym. Verstehen Sie? Wofür könnten das gewesen sein? Da fragen Sie den Verkehrten. Schmiergeld, Schweigegeld. Vielleicht hat Ihr Freund Rudi Bach doch was mit dem Überfall zu tun. Herr Rudi? Der mag leichtsinnig gewesen sein, aber er war ein grundehrlicher Typ, der hätte nie etwas gestohlen. Und schon gar nicht bei einem Bankraub mitgemacht, also unmöglich. Manchmal täuscht man sich in einem Menschen. Frau Bach sagt, dass Sie die ganze Zeit, während Ihr Mann bei Secur gearbeitet hat, nur zweimal zu Besuch gekommen sind. Warum nehmen Sie so viel Anteil am Tod von Rudi Bach? Wir haben Ihre Angaben überprüft. Die Lucius-Klinik behandelt keine Rheumapatienten. Ich habe Krebs. Die Lymphdrüsen. Meine Heilungschancen liegen bei 15%. Das ist das, was Sie wissen wollten, Herr Kommissar. Es tut mir leid. Ist das nicht irrsinnig? Ich bin todkrank und Rudi musste sterben. Dabei war er vollkommen gesund. Sie sind der Erste, mit dem ich darüber spreche. Sie haben keine Ahnung, wie das ist, wenn plötzlich der Arzt vor Ihnen steht und sagt, ich will nicht, dass jemand in der Firma davon erfährt. Keine Sorge. In meinem Bericht wird nichts davon erscheinen. Danke.
Das ist eine hübsche Wandmalerei. Na, neue Theorien in Sachen Renner? Er hat uns jede Menge Details über die Überfälle geliefert. Nur bei der Nordseebank, da mauert er noch. War das nicht wahr? Hier, am Tag des Überfalls hat ein Autofahrer Anzeige erstattet. Sein Wagen wurde von einem ausparkenden schwarzen Mercedes gerammt. Das war keine 200 Meter von der Nordseebank entfernt. Warum haben wir die Anzeige nicht schon früher bekommen? Weil sie die ganze Zeit bei den Kollegen von der Verkehrswacht lag und weil hier offensichtlich in diesem Büro niemand auf die Idee gekommen ist, da mal nachzufragen. Theoretisch ist für so etwas die Koordinationsstelle zuständig. Theoretisch? Sehen Sie mal an, das ist eben der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Aber darum geht's gar nicht. Lesen Sie mal da weiter unten. Warf der Fahrer eine blaue Sporttasche in den Kofferraum. Das Geld vom Überfall auf die Nordseebank war in einer blauen Sporttasche. Eben. Leider konnte der Zeuge zu dem Mercedes-Fahrer nicht viel sagen. Er hat nur die ersten drei Buchstaben vom Nummernschild erkannt. SHG. Nur ganz kurz, wenn König von der Nordseebank... Moment. Wissen Sie, wonach das für mich aussieht? Nach einer ziemlich heißen Spur. Kämmen Sie sich mal dahinter. Haben Sie eine Ahnung, wie viele schwarze Mercedes mit dem Kennzeichen SHG rumfahren? Nee, aber das müssen wahnsinnig viel sein. Und ich dachte, wir arbeiten zusammen. König war an dem fraglichen Morgen definitiv nicht beim Squashen. Ja, könnte ich bitte mit dir zulassen? Wer sagt das? Eine Angestellte vom Squash Center, die bei der ersten Befragung in der Mittagspause war. König hatte eine Reservierung, ist aber an dem Morgen nicht aufgetaucht. Okay, rufen Sie mich zurück. Gestern hat er den Platz trotzdem bezahlt. Ist doch komisch, oder? Herr König. Herr Zorn, wie kommen Sie hierher? Ich wollte mich ein bisschen mit Ihnen unterhalten. So. Das passt jetzt ganz schlecht. Ich bin auf dem Weg in die Zentrale. Durch den Park? Ich dachte, Sie hätten jetzt ein bisschen Zeit, wo Frau Schuback doch so schnell gegangen ist. Das kann ich Ihnen erklären. Tun Sie das doch bitte. Ich muss sicher gehen, dass das unter uns bleibt. Das fing alles bei der letzten Weihnachtsfeier an. Ja, erzählen Sie weiter. Wir haben uns ab und zu getroffen. Aber jetzt ist die Ilka nervös geworden. Ich meine, Frau Schuback. Wegen diesen ganzen Geschehnissen in der Bank. Sie hat Angst, dass ihr Mann was gemerkt haben könnte. Wissen Sie, Herr König, Ihre Beziehungsprobleme, die... Mich interessiert nur, wo Sie während des Banküberfalls waren. Im Squash-Club jedenfalls nicht. Oder dachten Sie, wir würden Ihr Alibi nicht überprüfen? Naja, dann kennen Sie ja mein kleines Geheimnis. Ich war an diesem Morgen mit Frau Schuback zusammen. Besser gesagt, sie war bei mir. Und das kann Frau Schuback bestätigen? Selbstverständlich, aber das werden Sie doch wohl hoffentlich nicht von ihr verlangen. Wenn das rauskommt, das wäre eine Katastrophe. Meinen Sie jetzt Ihre Beziehung oder Ihre Schulden? Haben Ihnen das die Kolleginnen gesteckt, ja? Soweit ich weiß, hängen Sie ziemlich tief drin. Ja, ich hatte ein bisschen Pech mit Optionsscheinen. Aber wenn der Markt dreht, dann bin ich ganz vorne. Ja, ist doch schön. Ich muss auf jeden Fall mit Frau Schuback sprechen. Ja, das verstehe ich. Können wir das vielleicht diskret lösen? Aber selbstverständlich. Wie wär's denn mit meinem Büro? So wie es aussieht, gehört der Mercedes zur Autovermietung Fast. Ich bin über das Kennzeichen draufgekommen, SHG. Das ist ein kleiner Landkreis in Niedersachsen. Die Firma hatte alle ihre Wagen zugelassen. Die sparen sich damit eine Menge Steuern. Jetzt die schlechte Nachricht. Die Firma hat 160 schwarze Mercedes in ganz Deutschland laufen. Und alle waren zur fraglichen Zeit vermietet. Ist das hier die Liste der Mieter? Nein, die der Kennzeichen. Wir brauchen die Namen, alle Namen. Wir müssen wegen jedem einzelnen Vertrag telefonieren. Was macht unsere Verstärkung? Ist in Sachen Uwe Renner unterwegs.
Paul, Entschuldigung. Ich habe nur Ihren Bericht gelesen. Ja, der ist aber noch vorläufig. Ja, ich finde ihn aber richtig gut. Nur Ihre Schlussfolgerung, ich meine, die vorläufige Schlussfolgerung. Ich denke doch, dass es Renner war. Haben Sie die Sozialprognose gelesen, die er damals von seinem Jugendpsychologen bekommen hat? Ich halte mich lieber an Fakten, konkrete Spuren, Beweise. Ja, ja, Sie haben recht, Paul. Andererseits haben wir einen vorbestraften Bankräuber, der geständig ist. Nur leider nicht, was den Mord an Rudi Bach angeht. Guten Tag, meine Herren. Raten Sie mal, was ich hier habe. Sieht aus wie eine Walther PAK, 9 mm. Richtig. Und wissen Sie, wo ich die gefunden habe? Soll das jetzt hier ein Quiz werden? In der Werkstatt von Uwe Renner in einer Kiste mit Schrauben. Sie waren noch mal bei Renner? Ja, es gab einen anonymen Hinweis. Aber das ist doch längst alles durchsucht worden. Auch Spezialisten können mal was übersehen. Haben Sie einen Artikel gelesen in der Polizei intern über Spurensicherung am Tatort? Demnach werden manchmal sogar Tatwaffen übersehen, die offen rumliegen. Genau, da gibt es eine Statistik, die besagt das. Danke, den Artikel habe ich auch gelesen. Das Labor ist sich sicher. Das hier ist die Tatwaffe aus der Nordseebank. Dann haben wir Renner. Entschuldigen Sie, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Können Sie das noch mal erklären? Wie kommt die Waffe zu Ihnen? Keine Ahnung. Die wird mir wohl irgendwer untergeschoben haben. In Ihre Werkstatt. In der Werkzeugschraubenkiste. Ist ja auch merkwürdig. Was soll denn der Schwachsinn? Bin ich denn bekloppt oder was? Ich will doch keine Knarre bei mir zu Hause rumliegen lassen. Wir haben die Waffe aber in Ihren Räumlichkeiten gefunden, Herr Renner. Das gibt's nicht. Was für ein beschissenes Ding soll das hier eigentlich werden? Warum erzählen Sie uns nicht einfach, was wirklich los war? An dem Morgen in der Nordseebank. Gar nichts war los. Nicht so viel. Sie kamen in den Schalterraum. Und da stand der Filialleiter mit den beiden Geldtaschen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wovon Sie eigentlich reden. Natürlich wollten Sie nicht schießen, das verstehe ich doch. Aber dann taucht da plötzlich der Geldbote auf, greift zu seiner Waffe und Schuss. Nein. Nein, verdammte Scheiße, ich habe nicht geschossen und ich war auch nie in dieser beschissenen Bank! Setzen Sie sich wieder hin. Sie haben es doch nur auf mich abgesehen, weil Sie niemand anderen finden, dem Sie Ihren Drecksmord anlegen! Das Labor ist wohl untersucht. Das ist die Tatwaffe. Ein Geständnis würde Ihre Lage erheblich verbessern, Herr Renner. Also für meine Abteilung ist die Sache klar. Wir sehen keinen weiteren Ermittlungsbedarf. Er war es nicht. Ein Typ wie Renner wäre längst eingeknickt. Bei ihm geht es um lebenslänglich. Da würde ich auch kämpfen. Er hat bei keiner seiner Antworten gezögert. Der ist doch nicht clever genug, um so gut zu lügen. Und die Mordwaffe? Fakt ist, sie war in seiner Werkstatt. Eben, ja. Frag dich nur, seit wann. Ja, vielen Dank. Das war's dann auch schon. Bitte. Auf Wiedersehen. Hoffentlich nicht. Aparte Person. Und? Was sagt sie? Sie hat Sven Königs Alibi bestätigt. Dann bleibt ja wirklich nur noch Renner übrig. Und wo ist die Beute aus der Nordseebank? Was ist mit dem anonymen Hinweis auf die Waffe? Was ist mit dem schwarzen Mercedes? Und woher stammen die 40.000 Mark an Frau Bach? Oh, das sind ja noch eine Menge offener Fragen für uns. Mhm. Ja. Paul, dann gute Nacht. Thomas pinkelt an die Mülltonnen. Und dafür hat Hanna gleich einen Verweis bekommen? Ja, bei dem Klassenlehrer. Aber dem werde ich ein paar Strafzettel verpassen. Und wahrscheinlich fährt er Fahrrad. Hallo. Hallo. Und Sie wollen uns wirklich schon verlassen? Ich habe Kopien meiner Berichte auf Ihren Schreibtisch gelegt. Schade. Da habe ich gerade angefangen, mich an Sie zu gewöhnen. Ich habe auch sehr gern mit Ihnen zusammengearbeitet. Habe ich Ihnen eigentlich schon mal gesagt, dass ich Sie für eine hervorragende Ermittlerin halte? Im Ernst? Ja, wenn ich sowas sage, dann mache ich das immer ernst. Ich fand unsere Zusammenarbeit auch wirklich total interessant. Ja, das will ich doch hoffen. Ich muss dann los. Vielen Dank nochmal. Danke. Ja, mit Vergnügen. Sie können jederzeit wieder reinschauen. Bestimmt, mache ich gern. Ja. Ganz schön raffiniert. Sie hat dich ja ordentlich eingewickelt, ne? Dazu gehören ja immer zwei.
meinst, das war alles Taktik deinerseits? Ja, klar. Meine, muss ich gut mit dir stellen. Wenn die so weitermacht, dann ist die bald Polizeipräsident. Zurück zur Arbeit. Was? Kennzeichen SHG, FAST, Autovermietung. Wir haben mit allen Filialen gesprochen, die am fraglichen Tag oder am Tag zuvor einen schwarzen Mercedes vermietet haben. Danke, Eva. Bin schwer beeindruckt. Wir haben die Namen von über 160 Kunden kontrolliert. Es ist nicht ein einziger darunter, der mit unserem Fall zu tun hat. Über die Anzeige. Das war doch ein klarer Hinweis auf den Täter. Da muss doch hier vielleicht irgendein Name falsch sein. Richtig. Und ich weiß auch welcher. Weißt du mich in dein Geheimnis ein? Ein Kunde hat bar bezahlt. Das kommt so gut wie nie vor, meint die Frau vom Mietbüro. Hier, ein Frank Sola aus Darmstadt. Ich habe schon mit dem Einwohnermeldeamt gesprochen. Und? Es gibt keinen Frank Sola in Darmstadt. Führerschein und Personalausweis waren wahrscheinlich gefälscht. Wo wurde der Wagen angemietet? In Bremen. Am 24. Nachmittags um 17 Uhr. Ich wette, das ist unser Mann. Eva, du bist klasse. Ich weiß. Aber ich finde unsere Zusammenarbeit auch wirklich total interessant. Ja, wie war das mit der Kaution? Muss beim Mieten nicht eine Kaution hinterlegt werden? Also normalerweise wird bei uns mit Kreditkarte bezahlt, aber dieser Kunde hat einen Scheck dagelassen. Bei der Rückgabe, da war ein Blinklicht beschädigt. Daran erinnere ich mich genau. Das haben wir ihm natürlich dann gleich von der Kaution abgezogen. Sagen Sie, war das ein richtiger Verbrecher? Wie sah der Mann denn aus? Ach, das war so ein Durchschnittstyp, vielleicht ein Vertreter. Einer, den man schon vergisst, bevor er überhaupt auf Wiedersehen gesagt hat. Würden Sie den hier wiedererkennen? Ich weiß nicht. Lassen Sie mal sehen. Vielleicht der hier. Der könnte es sein. Herr Hartmann, ich hätte mal eine Frage. Bin ich die Auskunft? Ach, Sie? Wo finde ich Herrn Möller? Keine Ahnung. Herr Möller hat sich freigenommen. Und er hat nicht hinterlassen, wo er zu erreichen ist? Vielleicht ist er beim Arzt. Er ist öfters beim Arzt in letzter Zeit. Ich meine, was man so mitkriegt. Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Stefan. Bei ihm zu Hause läuft nur der Anrufbeantworter. Vielleicht ist er ja verreist. Herr Möller? Wohin? Er hat den Wagen gemietet und ist damit in aller Frühe nach Hamburg. Ja, zeitlich kommt's hin. Aber Möller hat doch gar kein Motiv für so einen Überfall. Stell dir vor, du bist ein einsamer Mensch. Du hast keine Familie, kaum Freunde. Und eines Tages eröffnet dir dein Arzt, dass du todkrank bist. Und nur noch kurze Zeit zu leben hast, was würdest du tun? Ich würde meinen Krempel hinwerfen und mir ein paar schöne Wochen machen, solange noch Zeit ist. Aber was ist denn das überhaupt für eine Frage? Möller hat Krebs und sicherlich nicht mehr viel Zeit. Weißt du, ob es Direktflüge auf diese Schellen gibt? Keine Ahnung, aber das lässt sich rausfinden. Ich glaube, die gehen alle über Dubai. Danke. Vielen Dank. Guten Flug. Alles in Ordnung? Ja, Fliegen macht mich immer etwas nervös. Danke. Hallo, Herr Möller. Wieso sind Sie hier? Darf ich? Aber meine Maschine, wir starten gleich. Ja, die Maschine schon, aber ohne Sie. Kommen Sie. Sie können das nicht verstehen, das... Das war nicht so, wie Sie glauben. Nein? Dann erklären Sie es mir. Sie haben den Wagen in Bremen gemietet, das war schlau. In der Klinik hat niemand gemerkt, dass Sie für ein paar Stunden weg waren. Dann sind Sie in aller Frühe zur Bank. Das war alles genau geplant. 5 Minuten. Es ging um 5 Minuten. Ich hatte den Einsatzplan noch vorbereitet und abgezeichnet. Die Nordseebank war die 2. Station auf der Route. Es hätte gar nichts passieren können. Aber an dem Morgen hat Hartmann den Ablauf geändert. Wegen einem Transporter schmeißt er die ganze Route um. Sie kam zu früh. Verstehen Sie? Viel zu früh. Und dann stand Rudi Bach vor Ihnen. Ihr Freund. Hören Sie auf. Sie haben geschossen. Sie hätten aufgeben können, aber Sie haben abgedrückt. Er griff zu seiner Pistole. Das war bei mir wie ein Reflex. Sie haben das Geld genommen. War das auch ein Reflex? Wissen Sie, was der Arzt zu mir gesagt hat? 1 Jahr. Nur noch ein verdammtes Jahr. Vielleicht weniger.
Begreifen Sie überhaupt, was das bedeutet, wenn einem die Zeit davonläuft? Wenn man sich den ganzen Tag fragt, was man versäumt hat im Leben. Sie haben einen Menschen getötet. Das weiß ich doch auch. Und ich werde es nie wieder gut machen können. Das Ganze ist ein einziger Albtraum. Warum haben Sie die 40.000 Mark an Frau Bach geschickt? Wollten Sie Ihr schlechtes Gewissen beruhigen? Was hätte ich denn sonst tun sollen? Und Sie haben die Waffe in Renners Werkstatt deponiert. Herr Müller, ich muss Sie jetzt festnehmen wegen Mordes an Rudi Bach. Bitte, kommen Sie. Herr Müller! Ja! Wir brauchen einen Arzt! Herr Müller, was haben Sie denn da genommen? Warum haben Sie mich nicht gehen lassen? Wenn Sie Rudi Bach nicht erschossen hätten. Wer weiß, vielleicht hätte ich es ja getan.